Ja, Frau Glawischnik, zu Besuch im Ländle. Was ist denn der Grund des Besuches? Die Festspieleröffnung oder gibt es da noch andere Gründe? Natürlich der Festtag, morgen die Eröffnung, aber natürlich auch schon die bevorstehende Landtagswahl jetzt im September. Unterstützung der Grünen in Vorarlberg sind ja ein Hoffnungsgebiet für die Grünen, also mit den guten Ergebnissen Nationalratswahl und jetzt vor allem auch die Europawahl gibt es hier, glaube ich, Grund, auch auf eine Regierungsbeteiligung zu hoffen. Und da trage ich bei, was ich halt beitragen kann. Bei der EU-Wahl im Frühjahr gab es knapp 23,3%. Das sind mehr wie doppelt so viele Stimmen wie bei der letzten Landtagswahl. Jetzt weiß man natürlich, dass die Themen Landtag, EU unterschiedliche sind. Aber Sie denken schon, dass dieser Trend auch für die Landtagswahl umgesetzt werden kann oder weitergeführt werden kann? Natürlich war das extrem ermutigend. Also diese unglaublichen 23% bei der Europawahl war auch ein politischer Auftrag, also für die Themen, für die wir stehen, ganz massiv einzutreten, ob das jetzt das Fracking rund um den Bodensee ist, ob das eine Energiewende ist, Bioland vor Adelberg. Das sind Themen, die uns wichtig sind und da haben wir große Unterstützung erfahren und für die werden wir auch weiter kämpfen und eintreten. Und die Landtagswahlen sind dann vielleicht auch die Möglichkeit, das in einer Gestaltungsrolle, nämlich auch als vielleicht Regierungsmitglied, auch noch viel stärker in Angriff zu nehmen. Sie haben es jetzt auch gerade erwähnt, die Regierungsbeteiligung ist sicher ein Ziel. Es gibt den Umfragen, wenn man den Umfragen glauben kann, wird es für die ÖVP ganz schwer werden, die absolute Mehrheit zu verteidigen. Das heißt, sie werden sich um einen Koalitionspartner bemühen müssen. Da sind in Vorarlberg zwei Parteien von den Stimmen der prädestiniert, das wären die Grünen oder eben die FPÖ. Das heißt, Sie werden alles daran setzen, dass man auch versuchen wird, hier in Regierungsbeteiligung zu kommen. Also ich halte es persönlich nie für gut, wenn eine Partei eine absolute Mehrheit hat. Es ist immer gut, wenn die Macht ein bisschen verteilter ist. Also was die Grünen und die FPÖ natürlich fundamental unterscheidet, ist ihre Haltung, vor allem auch, wie sehen wir Europa. Und das ist für Vorarlberg, glaube ich, auch eine sehr relevante Frage. Also schotendicht, Grenzen zu, ist kein Rezept für ein Land, das so eng vernetzt ist mit seinen Nachbarn, wo so viele wirtschaftliche Entwicklungen mit den Nachbarn sich abspielt. Also da ist, glaube ich, die Entscheidung sehr eindeutig, dass da die Grünen auf einem ganz anderen Boden stehen. Und da hoffe ich, dass sich das viele auch gut überlegen. Also Grün heißt auch Vorarlberg in einem gemeinsamen Europa und hier Best Practice zu sein, aber schon die Grenzen offen zu halten. Jetzt funktioniert das ja auf Landesebene in einzelnen Bundesländern schon ganz gut, die Zusammenarbeit zwischen Schwarz und Grün. Auf Bundesebene ist es recht schwierig, nicht zuletzt auch wegen der aktuellen Regierungskonstellation. Glauben Sie denn wirklich, dass man da als Grüne in so einem schwarz geprägten Land wie Vorarlberg eine wichtige Rolle mitreden kann und dass man ein wichtiger Partner sein kann? Also die Erfahrungen in den Ländern Oberösterreich zum Beispiel oder auch Salzburg oder auch Tirol sind sehr positive Erfahrungen. Oberösterreich eigentlich das Land der Schwerindustrie, das Land der Wirtschaft, ähnlich auch wie Vorarlberg, sehr wirtschaftsorientiert. Da funktioniert die Zusammenarbeit seit 10 Jahren sehr, sehr gut und da ist der ganze Sektor grüne Arbeitsplätze unglaublich gewachsen und eigentlich ein Erfolgsprojekt geworden. Und Tirol und Salzburg sind zwar jetzt noch junge Länder, grüne Regierungsbeteiligung, aber das sind Vorbilder, wo es vom Stil her anders zugeht als wie auf Bundesebene. Da wird nicht geschimpft und Wadel gebissen, sondern geht man mit Respekt einfach die gemeinsamen Projekte an. Jetzt gibt es eine neue Partei im Nationalrat, die NEOS, die Vorarlberger Ursprung sozusagen haben. Das heißt, die werden hier auch in Vorarlberg antreten und haben recht gute Chancen, im Landtag natürlich auch vertreten zu sein. Gibt es da Tipps von Seiten der Bundespartei für die Landespartei, wie man mit dem künftigen Mitbewerber auch im Landtag umgehen kann und wie kann auch die Zusammenarbeit da funktionieren? Also wichtig ist, finde ich immer, dass man mit allen gut zusammenarbeitet. Das tun wir auch. Wir haben jetzt beim Untersuchungsausschuss das Minderheitsrecht gemeinsam gekämpft, dass das kommt. Es muss aber auch klar sein, wo die Unterschiede sind. Und die Grünen sind eben eine sehr ökologisch-soziale Partei. Und die NEOS sind bei vielen Fragen noch nicht entschieden. Also Fracking zum Beispiel gibt es keine klare Ablehnung. Auch bei Fragen Freihandelsabkommen gibt es deutliche Unterschiede. Und das sollen einfach die Dinge am Tisch sein, dass man nicht ein paar Monate nach der Wahl sich vielleicht ärgert, wenn dann vielleicht über die Privatisierung der Ilwerke diskutiert wird. Und du warst, das wollte eigentlich sicher nicht jetzt als Wähler oder als Wählerin.